Und zwar das hier. Schön, dass sie dann hochklettert. Die lasse ich los. Ah, mit Shift, okay. Ja, backt noch mehr rum. Boah, die Ratten, die sind so fett. Also das war zum Runterrutschen. Okay, los geht's. Ach Gott, ja, da wird ja 100 pro was passieren. Sag ich ja. Ach, darf man noch ein Stück höher? Juhu! Aber die Ausblick, herrlich. Oh Gott, ey. Mit meiner Höhenangst kann ich das nicht. So klettert man nie hoch. Ach Gott, ey. Jo. Ja, nun komm, nicht gucken, mach das Ding auf. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Ja, super. Ach du Scheiße. Hä? Wie mache ich denn das? So. Ah. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja. Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen.
Das kriege ich hin. Yay. So kommt man definitiv runter. Ohne Baracken? Treibstofftanks. Ja, das ist eine gute Lösung. Ach du Scheiße. Da ist was. Neue Ausrüstung erhalten. Feuerstahl. So, ist hier nicht noch irgendwas? Drücken Sie eh erst voll. Ja, und was soll ich? Ich verstehe den Sinn jetzt nicht. Achso. Ja. Und bam, wird abgeschossen. Oh Gott. Fuck, Alter, wie soll man hier was sehen? Wow. Wow, fuck. Scheiße. Super, unsere einzigste Hilfe ist natürlich abgestürzt. Aber es war klar. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ah. Oh, oh. Nicht gut, gar nicht gut. Oh, boah. Wow. Alter, was geht ab, Mann? Ja, los, steh auf, komm, das bricht gleich alles zusammen. Was zum Teufel? Haut ab! Und der Pilot ist tot. Es war so. Immer in die Eier, Alter. Toll, und der Pilot ist jetzt am Verrecken, hä? Ach, der ist schon tot. Toll.
Echt super. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ja. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Was? Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Rang 2 abgehärtet. Check ich nicht. Nehmen wir das. Ein bisschen mehr Leben schadet nie. So, dann können wir hier Ausrüstung nochmal gucken, ob da irgendwas Neues ist. Ich denke mal, da nehme ich Großartiges Magazin. So, sehr schön. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Ich bin unterwegs. Ja. Die geht aber irgendwie voll besoffen. Ach du Scheiße. Hier drüben in ihrer Flanke. Ich mache euch alle platt. Hä? Seil? Neue Ausrüstung halten können wir. So, komm raus. Es muss einen Weg nach oben geben. Okay. Oh, ja. Hier unten ist ja, glaube ich, nichts, oder? Na doch, da drüben, scheiße. Ich weiß zwar jetzt nicht, was da drin war, aber okay. So. Was blubber will. Nein. Oh. Ich dachte, jetzt wären wir tot. Ist ja schon oft genug passiert. So. Bergung ist gut, sehr schön. Und Feige. So. Okay. Gut. Dann würde ich aber sagen, zum Einhaken sein. Ja, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschaußen.